Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg auf ein weiteres Video von mir gefunden hast. Heute schaue ich mir den Titel Asterix für das Super Nintendo an. Das Ganze ist von Infogrames entwickelt und 1993 veröffentlicht worden. Es gab jeweils auch eine Umsetzung für das NES und den Game Boy. Da die Serie Asterix vor allem in Europa bekannt war, verblieb das Spiel exklusiv in Europa. Asterix ist ein Jump'n'Run, welches rund um die namensgleiche Comicserie aufgebaut ist. Dabei ist es die Aufgabe vom titelgebenden Helden Asterix, sich auf die Suche zu machen, um Obelix zu retten, welcher von den Römern gefangen genommen wurde. Auf dem Weg nach Rom müsst ihr euch den Weg durch 5 verschiedene Welten bahnen, welche bekannten Schauplätzen der Serie nachempfunden sind. Habt ihr eine Welt abgeschlossen, trefft ihr einen Freund, der euch weitere Informationen gibt, wo ihr als nächstes hin müsst. Die Spielmechanik ist genretypisch relativ einfach gehalten. Ihr könnt mit Asterix springen, rennen und euch mit einem Faustschlag zur Wehr setzen. Dieses wird auch nötig sein, denn es warten römische und andere ortsansässige Patrouillen auf euch, die euch das Leben schwer machen wollen. Zur Hilfe könnt ihr dabei auch euren treuen Freund Idefix rufen, den ihr mit dem gezielten Aufsammeln eines Knochens aktivieren könnt. Ist dieser gerufen, beißt er den nächststehenden Gegner erstmal kräftig in den Hintern und setzt diesen außer Gefecht. An manchen Stellen findet ihr auch einen Kessel mit Zaubertrank. Trinkt ihr diesen, seid ihr für einen kurzen Moment unbesiegbar. Manchmal läuft euch auch ein Wildschwein über den Weg. Wenn ihr dieses zur Strecke bringt, könnt ihr es verzehren und damit eure Lebensenergie wieder auffüllen. Das Leveldesign ist relativ linear gestaltet. An manchen Stellen solltet ihr euch dennoch die Mühe machen, Nischen zu erkunden. Hier warten oftmals Münzen oder Extraleben auf euch. Ein Extraleben bekommt ihr auch, wenn ihr 100 Münzen eingesammelt habt. Asterix ist zwar kein spektakulärer Titel, dennoch ist er solide gestaltet und kann jedem Fan des Jump'n'Run-Genres eine kurzwillige Zeit bringen. Die Level bereiten dabei in Kombination mit der Musik Asterix-Flair. Allen Leuten, die einen kurzen und entspannten Plattformer suchen, kann ich Asterix für das Super Nintendo ans Herz legen. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.